In den Seminaren zur Demokratie in den letzten Semestern haben wir oft und leidenschaftlich darüber diskutiert, was die Demokratie ausmacht. Sind es die Wahlen? Sind es Grundrechte? Sind es Vorstellungen von Gerechtigkeit? Viele von Ihnen haben eher für ein breiteres Verständnis von Demokratie argumentiert. Nichtsdestotrotz sind und bleiben die Wahlen gewissermaßen das Hochamt der Demokratie, wie ein befreundeter Soziologe vor einigen Tagen mir gesagt hat. In 2 Wochen haben Sie die Möglichkeit zu wählen. Und dieses Mal ist es spannend. Die Vorhersagen zeigen, dass unterschiedliche Konstellationen denkbar sind. Insofern noch einmal mehr wichtig, dass wir alle wählen gehen. Vielleicht helfen Ihnen auch philosophische Überlegungen dazu. Wie kann die Wirtschaft gerecht gestaltet werden? Wie soll mit zukünftigen Generationen umgegangen werden? Was ist globale Solidarität? Wo auch immer Sie Ihr Kreuz machen, nutzen Sie die Möglichkeit, die Gesellschaft mitzugestalten. Das ist das, was eine lebendige Demokratie ausmacht.